Ich bin Willi, ich bin 18 Jahre alt und wir sind hier gerade auf der Fridays for Future Demo, die ich auch mitorganisiere. Fridays for Future ist eine weltweite Organisation. Die Idee ist, dass man freitags, und zwar möglichst jeden Freitag, die Schule streikt, um für mehr Klimaschutz zu protestieren, zu demonstrieren. Diese Idee kam natürlich maßgeblich von Greta Thunberg, die damit angefangen hat und damit eben sehr viele Menschen inspiriert hat, die sich ihr angeschlossen haben. Inzwischen wird aber jeden Freitag weltweit gestreikt. Und es schließen sich auch immer mehr Menschen an. 0 extra Stunden Kilowatt, eine Zahl mit 15 Nullen. Da bist du ganz platt. Kein Mensch kann sich vorstellen, so viel Energie. Jedes Jahr Katastrophen. Die Erde wird langsam zum Klimabackofen. Ich bin seit Mitte Februar etwa dabei. Mir ist das Thema Umwelt und Umweltschutz einfach sehr wichtig. Auch gerade dadurch nochmal immer wichtiger geworden. Das ist meine Motivation und ich will damit immer mehr Menschen ansprechen und ich will immer mehr Leuten zeigen, dass es einen großen Einfluss auf uns hat und eben vor allem auf unsere Zukunft, die Welt, in der wir später leben werden. Ich habe das erste Mal von Fridays for Future in den Nachrichten im Fernsehen gehört. Das war die große Demonstration im Januar. Und habe eben da gedacht, das ist etwas, was ich auch unterstütze und bin dann halt einfach mal hingegangen und habe eben gemerkt, so wie ich, denken hier viele beziehungsweise noch radikaler und ich will mich eben auch mehr einbringen, ich will das unterstützen, ich will auch eben diesen politischen Druck machen. Die meisten sind tatsächlich noch Schüler, es gibt aber auch viele Studenten. Also stehen wir hier, um euch daran zu erinnern, was ihr von uns erwartet. Wir ermahnen euch, haltet pünktlich das 1,5-Grad-Ziel ein. Dadurch, dass ich eben gerade Abitur mache, habe ich auch keinen Unterricht mehr und muss dementsprechend auch keine Schule schwänzen. Es gibt aber andere, bei denen das anders ist und die hier wirklich von früh morgens aufbauen. Ansonsten gibt es super viele Sachen, die zwischendurch gemacht werden. Hier wurden jetzt ganz viele Flyer und Sticker verteilt. Es werden Plakate beschriftet, Farben angemischt, um Plakate und T-Shirts zu bedrucken. Und so gibt es ganz viel, was man eben während der Demo macht. Und danach muss eben auch wieder aufgeräumt werden. Heißt, die Boxen müssen zurückgebracht werden. Oft wird auch nochmal Müll eingesammelt und so weiter. Es sind sehr viele Leute beteiligt, aber es gibt eben auch sehr viel zu tun. Ich möchte mit meinem Protest erreichen, dass die Menschen, die bisher dieses Thema Klimawandel zwar mitbekommen haben und auch ganz genau wissen, was es eigentlich ist und wen es betrifft, merken, dass sie eben ein maßgeblicher Teil davon sind und dass sie aber auch etwas bewirken können, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Und ich finde es super wichtig, alle Menschen anzusprechen, denn wir leben alle auf dieser Welt und wir müssen alle damit klarkommen. Ich möchte allen, die sich bisher vielleicht noch nicht so stark beteiligen, sagen, dass es super einfach ist, sich zu engagieren und bei sich selbst anzufangen und etwas zu verändern. Etwas an seinen Gewohnheiten zu verändern und ökologischer zu leben. Später braucht das keiner mehr. An der Kasse wird mir klar, es geht nicht klar.